Nach einiger Zeit im Einsatz kann bei Grafikkarten die Wärmeleitpaste austrocknen und die Wärmeleitpads porös und rissig werden. Dadurch kann die Wärme, die an die Kühlkörper abgegeben wird, nicht mehr wie im ursprünglichen Maß überführt werden. Im schlimmsten Fall taktet die Grafikkarte dann sogar herunter und verliert dadurch an potenzieller Leistung. Daher zeige ich in diesem Video, wie man ganz einfach die Wärmeleitpads und die Wärmeleitpaste bei einer RX 5700 XT von Gigabyte austauschen kann. Bei anderen Grafikkarten funktioniert dies ähnlich, bei einigen kann man aber auch durch das Entfernen des Lüfters schon die Garantie verlieren. Daher empfiehlt es sich, vorher einen Blick ins Handbuch oder auf die Herstellerwebseite zu werfen, ob hier entsprechende Informationen zu finden sind. Oftmals befindet sich auch ein Aufkleber auf einer der Schrauben. Jedenfalls geschieht jeglicher Eingriff auf eigene Gefahr und für eventuelle Schäden übernehme ich keinerlei Haftung. Benötigte Utensilien sind unter anderem Wärmeleitpaste, Wärmeleitpads und ein Schraubendreher. Als erster Schritt wird die Grafikkarte aus dem System ausgebaut. Als nächstes wird der Lüfter abgeschraubt. Auf einer der Schrauben kann ein Garantieaufkleber vorhanden sein. Nachdem dieser entfernt wurde, war es das mit der Garantie. Die Schrauben sollten gut beiseite gelegt werden, damit es später einfacher ist, den Lüfter wieder zu befestigen. Wenn die letzte Schraube entfernt wurde, wird die Grafikkarte umgedreht und vorsichtig der Kühler entfernt. Es kann sein, dass sich die Wärmeleitpaste wie ein Kleber verhält und dadurch sich der Kühler schwänglich zu entfernen lässt. Mit etwas Gefühl sollte dies aber schon klappen. Achtet hier besonders auf die Kabel der Lüfter, damit ihr diese nicht versehentlich abreißt. Zieht diese einfach behutsam heraus. Nun wird die restliche Wärmeleitpaste entfernt. Ist diese bereits trocken, hilft es hier mit zusätzlichem Werkzeug wie einem Plastikspachtel diese zu entfernen. Wichtig ist, hier keine Kratzer in die Platinen zu schneiden oder einige der kleinen Bauteile abzureißen. Auf dem Kühler lässt sich die Wärmeleitpaste dagegen einfach entfernen. Wie man sehen kann, sind die Pads nicht mehr die neuesten. Kommen wir nun zu den Wärmeleitpads. Ich habe hier die von Arctic verwendet. Für diese Grafikkarte werden 0,5 mm und 1 mm starke Pads gebraucht. Die neuen Wärmeleitpads werden anhand der alten Pads zugeschnitten und an die entsprechenden Positionen geklebt.
Wichtig hierbei ist, auch alle Folien zu entfernen, sonst erfüllen die Wärmeleitpads nicht ihren Zweck. Zuletzt wird noch ein Klecks Wärmeleitpaste auf dem Chip der Grafikkarte verteilt und der Kühler wieder montiert. Zum Schluss blende ich noch einen Vorher-Nachher-Vergleich der Temperaturen ein.